Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich mache das Kreuzzeichen jeden Tag, wenn ich in die Kirche komme oder wenn ich einen Gottesdienst beginnen darf. Und es bringt mir ein bisschen Geborgenheit. Ich weiß, das, was ich tue, so wie ich handle, das tue ich im Namen Gottes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er gibt mir Geborgenheit, der mir am Kreuz seine Arme ausstreckt. Viele Menschen stoßen sich heute und zu allen Zeiten am Kreuz. Doch für mich persönlich ist es wichtig, nicht beim Zeichen eines Folterinstrumentes oder einer Mordwaffe stehen zu bleiben, sondern das erste Kreuz zu sehen, was ja für mich Jesus Christus gewesen ist. Er hat seine Arme ausgebreitet, um alle Menschen zu umfangen, um alle Menschen an sich zu ziehen. Und damit gibt er auch uns die Aufgabe, die Menschen zu lieben, auch im Leiden, auch in der Schwäche, auch in der Verfolgung, da, wo die Menschen stehen. Und das ist für mich meine Aufgabe. Daran erinnert mich das Zeichen des Kreuzes.